Vielen Dank, Frau Präsidentin, Hohes Haus. Ja, es haben einige in der Debatte den Migrationspakt angesprochen und deshalb stelle ich mal die Frage, um was geht es hier im Detail? Wir haben seit dem Jahr 2002 einen sogenannten Bestandserhaltungsmigrationsbericht. Der wird von der UNO herausgegeben, kommt jedes Jahr heraus. Und im aktuellen Bericht steht, dass Europa eine Zuwanderung von mehr als 150 Millionen Menschen braucht. Und genau diesem Ansinnen, nämlich in den nächsten Jahren mehr als 150 Millionen Menschen nach Europa zu holen, ist dieser Migrationspakt geschuldet. Und wer mir das nicht glaubt oder glaubt, das ist eine Verschwörungstheorie, kann sich ja gerne mal auf die offizielle Seite der UNO begeben und sich das anschauen. Dann sieht man, dass das alles von langer Hand geplant ist, und zwar von jenen, die Zuwanderung, und zwar Massenzuwanderung in Europa organisieren. Und zwar deshalb, weil sie glauben, dass wir unseren Wohlstand nur durch Massenmigration erhalten können. Und dieser Glaube kommt von jenen, die mit allen Mitteln erreichen wollen, dass die Bevölkerung weiter steigt. Was nicht der Fall ist, denn wir haben aufgrund einer falschen Familienpolitik leider zu wenig Kinder. Und deshalb würde die europäische Bevölkerung stagnieren. Vielleicht sogar leicht zurückgehen. Was gar nicht so schlimm wäre, wenn man sich anschaut, dass auch durch die Digitalisierung die Arbeitsplätze weniger werden. Und deshalb gar nicht schlecht, wenn auch die Arbeitskräfte weniger werden. Aber nein, man will hier mit aller Gewalt und durch die Hintertür Migration organisieren. Und dieser Pakt ist genau deshalb geschlossen worden. Und wenn dann einige von der Opposition hier rausgehen und anscheinend ihr Logikmodul im Gehirn an der Garderobe abgegeben haben und tatsächlich behaupten, dass sie, wenn hier steht im Pakt, wir verpflichten uns, das nicht verpflichtend ist, wenn sie das tatsächlich uns versuchen einzureden, dass wenn in mehreren Punkten, in unzähligen Punkten steht, wir als Staat Österreich verpflichten uns und sie sagen dann, das ist aber nicht verpflichtet, dann frage ich mich wirklich, wo hier die Logik ist. Aber sie blenden. Sie blenden das ja ganz bewusst aus. Ich weiß ja noch damals, 2015, vor allem die NEOS haben mir erklärt, was alles in der Genfer Flüchtlingskonvention steht und was nicht. Also sie machen da ganz bewusst ein selektives Lesen. Das heißt, sie lesen das, was ihnen gefällt, was sie wollen, und das, was sie nicht wollen, wird einfach ausgeblendet. Und sie wollen diese Massenzuwanderung. Ich weiß, dass sie es wollen aus wirtschaftlichen Überlegungen. Da wird wahrscheinlich der Haselsteiner auch eine große Freude damit haben. Aber wir wollen das nicht. Und es ist die Möglichkeit, auf Migration zu verzichten, die gibt es. Und wenn Sie behaupten, ein Land kann sich nicht abschotten, dann schauen wir nach Italien. Italien war immer ganz stark von Migration betroffen. Und seit es eine neue Regierung gibt, die sagt, nein, wir wollen das nicht, sind plötzlich diese Fluchtströme abgerissen. Und wo sind sie hingegangen? Nach Spanien. Dort, wo man sagt, liebe Freunde, kommt herein, wo auch die Deutschen damals 2015 gesagt haben, wir wollen diese Zuwanderung, dorthin gehen die Zuwanderer. Ganz einfach. Das heißt, ein Land kann sehr wohl für sich entscheiden, ob es das will oder nicht. Und deshalb kann Österreich auch sagen, wir wollen das nicht. Und wenn Sie behaupten, man kann einen Vertrag nicht verhandeln, ohne nachher zuzustimmen, dann frage ich jetzt die Opposition, warum sie mit uns verhandeln, was die Kopftuchpflicht der Kleinkinder betrifft in der Volksschule, und dann nicht zustimmen. Das geht doch nicht nach Ihrer Diktion. Sie können doch nicht verhandeln und dann nicht zustimmen. Und wenn wir beim Migrationspakt verhandeln und dann nicht zustimmen, weil wir das nicht wollen, dann ist es plötzlich ein Problem. Ich weiß schon, dass Sie nicht mal merken, wenn mit Ihnen verhandelt wird, wenn Ihnen etwas nicht passt, das weiß ich schon. Das ist Ihre selektive Denke. Sie blenden Dinge aus, die Sie nicht wollen, und sehen nur Dinge, die Sie wollen, die in Ihr Weltbild passen. Und deshalb, wir haben jetzt eine Bundesregierung, die endlich auf Österreich schaut. Und ich weiß, dass das nicht selbstverständlich war in der Vergangenheit. In der Vergangenheit gab es immer wieder Bundesregierungen, die nicht auf Österreich geschaut haben. Das ist jetzt anders. Und dafür muss man der österreichischen Bundesregierung danken, denn die vor allem sozialistischen Kanzler haben es ja nicht so gemacht. Ich erinnere mich noch an Faymann, der Monate gebraucht hat, um sich darauf zu einigen, ob es jetzt einen Zaun gibt oder eine Tür mit Seitenteilen. Das haben wir alles noch in Erinnerung. Oder der zu Frau Merkel gefahren ist und dann seine Meinung immer wieder bei der Frau Merkel
gelassen hat und die Frau Merkel gesagt hat, wo es lang geht. Das wollen wir nicht. Wir wollen in Europa eine Rolle spielen. Wir sind ein selbstbewusstes Land. Das soll auch in Zukunft so sein. Und das hat sich mit der neuen Bundesregierung geändert. Und dafür vielen Dank.